Wer tanzt mit wem? Unter diesem Motto steht traditionell die erste Folge jeder Let's Dance Staffel. In der Kennenlernshow kann noch kein Promi rausfliegen, sondern nach mehreren Gruppentänzen wird verkündet, welcher Promi mit welchem Profi tanzen wird. Außerdem gibt es was zu gewinnen. Der Promi mit der höchsten Punktzahl bekommt ein Direktticket. Das bedeutet, dass der oder diejenige in der nächsten Folge nicht rausfliegen kann. Unter den diesjährigen Kandidaten befindet sich auch Amira Pocher. 3 Jahre nach der Let's Dance-Teilnahme ihres Mannes Oliver Pocher strebt nun die Österreicherin den Titel Dancing Star an. Im Vorfeld wurde ihr Auftritt mit Skepsis betrachtet. Viele Fans befürchteten, dass die Pochers einen Großteil der Sendezeit von Let's Dance in Anspruch nehmen könnten. Diese Sorge war, zumindest in der ersten Folge, unbegründet. Und noch dazu wickelte die 29-Jährige die Zuschauer mit ihrer sympathischen Art direkt um den Finger. Dafür kam eine andere Kandidatin beim Publikum nicht so gut an. Amira Pocher steht auf Lack und Leder. Sicher zur Überraschung vieler Let's Dance-Zuschauer fiel der Name Oliver Pocher bei der Vorstellung von Amira Pocher kein einziges Mal. Die gelernte Make-up-Artistin stellte sich nämlich mit folgenden Worten vor. Mein Name ist Amira Pocher. Ich bin 29 Jahre jung. Ich bin Mutter und die Frau eines sehr bekannten Profitänzers. Außerdem erzählte sie über sich, dass sie nicht so das Glitzergirl sei, sondern eher auf Lack und Leder steht und fügte dann noch hinzu. Ich tanze nur, wenn ich trinke. Ich bin sehr aufgeregt. Über ihre humorvolle Vorstellung amüsierten sich viele User. Bei mir findet ihr Lack und Leder, alter Amira, ich hab so einen Lachflash, schrieb zum Beispiel ein Zuschauer auf Twitter. Und ein anderer meinte, die Frau von Pocher ist mir irgendwie direkt sympathisch. Deswegen umtrieb manche diese Frage, wie hat Oliver Pocher denn Amira bekommen? Auch mit ihrem ersten Auftritt konnte Amira Pocher punkten. Sie tanzte zusammen mit Moderatorin Janin Ullmann und den Profis Christian Polans und Zolt Sandor Checke einen Tango. Und das Urteil der Jury fiel geradezu überschwänglich aus. Ich habe hier 2 Bond-Girls gefunden. Für die erste Show war ich richtig positiv überrascht. Da waren sehr gute Sachen dabei. Das war heiß, Baby.